Es ist in iRacing mal wieder Seasonende, was bedeutet, wir kriegen einen riesigen Developer-Blogpost. Und der ist auch für den August rangekommen. Und den möchte ich dir nicht vorenthalten. Wie immer habe ich mir die Mühe gemacht, für euch mal den sehr langen und ausführlichen Blogpost von iRacing zu übersetzen ins Deutsche und habe dir die wichtigsten Punkte rausgeschrieben. Und der Blogpost war tatsächlich sehr interessant, denn man konnte an vielen Stellen rauslesen, dass iRacing bzw. der Entwickler von iRacing sein ganzes Team rund um die Sim aufstockt und immer mehr Leute dazu holt. So zum Beispiel haben wir im Networking, AI, Graphics und Software Engineering neue Leute, die dort mit angestellt wurden, die schon sehr, sehr lange in dem Feld Sim Racing unterwegs sind und sorgen dafür, dass sie aktuell an einem besseren Netcode arbeiten, an bessere AI und versuchen auch mit dem Zuwachs die Grafik-Engine bzw. das Grafik-Update schneller auf den Weg zu kriegen. Worauf wir uns definitiv freuen können, sind neue Strecken. Und das bedeutet, dass wir aktuell ja schon wissen, dass Spa im Rework ist. Also es wurde ja neu eingescannt und soll für uns die neue Version kommen. Wir fahren ja aktuell eine sehr, sehr alte. Und die Chance dafür, dass wir das in der neuen Season kriegen, liegt ungefähr bei 50-50. Also es ist noch nicht ganz fertig, aber vielleicht schaffen sie es noch zur neuen Season 4. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, falls du Spa schon besitzen solltest, wovon ich fast ausgehe, wenn du ein gesetzter Fahrer bist, weil Spa kommst du ja fast nicht drum rum, dann wirst du das neue Streckenupdate oben drauf kriegen und musst dir es nicht nochmal neu kaufen. Wenn du jetzt beispielsweise später reingehen würdest und du würdest es jetzt noch kaufen, würdest du die historische Strecke auch gleich noch mit dazu bekommen. Das heißt, du kriegst zwei Strecken für eine. Und dann arbeiten sie gerade noch an einem Zungenbrecher. Es ist für mich ein Zungenbrecher. Ich versuche das jetzt richtig auszusprechen. Es ist Catwell Park und das ist in Lincolnshire, England. Okay, das lief schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt denkt sich der eine oder andere so, ja, aber gut, was ist jetzt daran so besonders? Das Besondere daran ist, sie versuchen gerade was, sie versuchen gerade was Neues. Sie haben von der ganzen Strecke Drohnenbilder, beziehungsweise sind die ganze Strecke abgeflogen mit einer Drohne und versuchen diese, ja, ich sag mal, das realistische Artwork in die Track-Übersicht mit reinzupacken. Was ich sehr schön finde, es ist so ein kleines Detail. Es ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass es drin ist, aber es ist doch irgendwie schön, dass man sich mal so die Umgebung angucken kann und weiß, wie es da um die Strecken aussieht, ohne dass wir jetzt auf gewisse Dienste hüpfen müssen und dort die Karte benutzen, um einen Überflug zu machen. Des Weiteren können wir uns auch wieder auf neue Autos freuen. Ich bin ja selber immer sehr begeistert und freue mich wie so ein kleines Kind, was da Neues rauskommt. Und tatsächlich kriegen wir was sehr, sehr Schönes, denn der BMW GT... Nee, Moment! Denn wir kriegen den BMW M4 GT4 Evo. Ich habe das gestern beim Rausschreiben, habe ich so oft M3, GT3 und alles durcheinander gehauen. Deswegen ist mein Kopf an der Stelle auch sehr wirr. Also den BMW M4 GT4 Evo. Das heißt, das wurde komplett neu aufgearbeitet. Das ganze Aero-Paket, die alte Version, ist dann sozusagen, wird ausgemustert und wir können mit der neuen Version fahren. Was bedeutet, wenn du dir beispielsweise den alten M4 schon gekauft haben solltest, dann wirst du die Credits zurückbekommen von dem M4, wenn du es im letzten Jahr gekauft hast. Also es funktioniert wie immer bei iRacing und den Autos. Das heißt, wenn du es im Besitz hast, kriegst du zum Teil deine Credits wieder zurück und kannst du dann den neuen kaufen. Und neu ist das Stichwort, denn wir kennen ja alle den, Grillmaster 3000, den McLaren, der mehr Flammen hinten rausspuckt als jedes andere Auto, was ich jemals gesehen habe, wenn er liftet. Also das Ding haut sogar mehr raus als Nesca und Nesca macht schon echt eine Zündung, wenn du am Liften bist. Und davon kriegen wir jetzt endlich den McLaren 720S GT3 Evo. Und das Schöne daran ist, und das hat mich sehr gefreut, als ich das in der Nachricht gelesen habe, dass iRacing dort mit einem Rennsportteam zusammengearbeitet hat, und zwar nämlich mit Puff Motorsport. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr interessant, weil du ja dann davon ausgehen kannst, dass sie sehr viel Daten haben, sehr viel scannen konnten, Fotos etc. pp. Und man dann theoretisch erwarten könnte, dass das sehr genau ist. Ich finde es schön, und das möchte ich an dem Punkt auch gleich nochmal kurz mit anmerken, dass der reale Rennsport und der virtuelle Rennsport an vielen Stellen doch mittlerweile Überschneidung hat. Und das erfüllt mein Herz mit Wärme. Denn ich finde das cool, dass das auch langsam, also wirklich ganz langsam etwas
Akzeptanz findet. Das war aber noch nicht alles, denn wir kriegen noch Mini-Stockcars. Und jetzt denkt ihr euch so, Mini-Stockcars? Aber wir haben doch letztens gerade erst die neuen Stockcars gekriegt. Das ist richtig, aber Mini-Stockcars sind jetzt um die Hälfte kleiner quasi und noch gar nicht mal so unpotent und sind wohl ein bisschen einfacher zu fahren. Das sind 200 Horsepower, die da drunter hängen mit dem Vierzylinder und damit kannst du dann wieder oval fahren. Also laut iRacing soll das wohl ein sehr, sehr schönes Einsteigerauto sein, soll sich sehr, sehr einfach handeln und dir einen guten Einstieg in oval geben sozusagen. Da gab es noch eine Rubrik, die nannte sich Bugfixes. Also ich sag mal so, es war jetzt für mich persönlich, las es sich nicht wirklich wie Bugfixes. Aber es waren sehr, sehr schöne Sachen dabei, die mich tatsächlich sehr gefreut haben. Und zwar eine Sache war Spotty Regen. Ich habe erst gedacht so, was ist denn jetzt Spotty Regen? Wo ist das jetzt bezogen auf die Flüssigkeit auf der Strecke? Aber tatsächlich, Spotty Regen bedeutet, dass wir im Verlauf des Wetters Stellen drin haben, wo es regnen kann. Okay, das haben wir jetzt auch. Aber jetzt ist es so, dass wir, wenn wir beispielsweise ein 24-Stunden-Rennen fahren, einfach, sage ich mal, eine Zeit X haben und dann kannst du die Zeitfenster sehen, wann, was, wo passiert. Das heißt, wenn du jetzt bei uns im 24er sagst, wir haben um 23 Uhr 54% Regenchance, kannst du da immer deine Regenfahrer reinstecken, weil du ganz genau weißt, wann was passiert. Und das eliminieren sie jetzt. Das heißt, du hast zwar die Möglichkeit, das so einzustellen, aber das Coole ist, du kannst doch einfach sagen, okay, es gibt in diesem Rennen eine Chance von 46%, dass es regnet, aber es wird dir nicht angezeigt auf der Wetterkarte oder in deinem Verlauf der 24 Stunden. Das heißt, wir sind mehr in die Richtung von Wetter im realen Leben. Das, wenn über den Tag verteilt, gibt es halt eine Chance von 46%. Und das kann sich aber im Laufe der Zeit auch noch ändern. Und das haben sie jetzt hinzugefügt und sozusagen etwas verbessert. Was ich persönlich auch sehr schön finde, ist, dass wir jetzt im Qualifying immer noch alleine auf der Strecke sind. Aber wir haben die Möglichkeit, im Spectator-Modus den anderen Leuten zuzugucken. Das war jetzt sehr lange, also wirklich sehr, sehr lange nicht möglich. Wir sind alle unsere Runden gefahren. Und wenn du fertig warst, hattest du einfach nichts passiert. Du hast einfach auf einen leeren Bildschirm geguckt sozusagen. Aber jetzt hast du die Möglichkeit, dass du das bei den anderen Leuten dir definitiv noch angucken kannst. Was ich auch sehr, sehr schön finde und was mich extrem gefreut hat, dass sie sich daran gewagt haben und daran arbeiten. Und zwar können wir alle so Multiclass-Rennen beziehungsweise, naja, sagen wir mal Special Events und 24 Stunden Spar, wo 90% der Fahrzeuge alle dieselben sind. Wenn jetzt die, sage ich mal, Ferraris vorne sind, dann guckt man sich das an und dann fahren da 90% nur Ferraris rum. Da sind sie aktuell dabei, das Ganze ein bisschen, naja, sagen wir mal, anzupassen, dass die Vielfalt der Fahrzeuge etwas besser in diesen Special Events möglich ist, sodass das nicht so ein dröges Rennen ist, wo alle Porsche fahren oder alle fahren jetzt Ferrari. Und da versuchen sie gerade irgendwie einen Keil reinzutreiben, dass die Fahrzeuge ein bisschen mehr Vielfalt haben auf der Strecke, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Sie haben auch extra angemerkt, dass sie die Fahrzeuge an manchen Stellen nicht mit sehr guten, naja, wie sagt man das, mit great care auf Englisch. Sie sind nicht wirklich sehr schlau daran gegangen beim Bobben. Und das Ganze wird jetzt in Woche 13 wird das getestet. Das heißt, falls du da draußen mir einen Gefallen tun möchtest und iRacing fährst, dann fahr das doch mal in Woche 13, sodass wir eventuell die Möglichkeit haben, doch irgendwann mal ein sehr schönes, durchgewürfeltes Fahrerfeld zu haben und nicht immer nur alle dieselben Fahrzeuge sehen. Sie haben auch gleich noch ein sehr schönes Feature mit eingeführt. Und zwar, wenn du jetzt beispielsweise eine Session joinen möchtest und du drückst rechts auf Register, dann war es ja immer möglich, auch auf Practice-Server zu gehen oder direkt dich für das Rennen anzumelden. Aber das Coole an der ganzen Sache ist, du kannst jetzt da drauf drücken. Und wenn du Bock hast, kannst du auch nochmal ein Rennen fahren mit AI. Das bedeutet, du kannst mit einem Klick einfach mal testen gehen gegen nicht reale Fahrer, sondern gegen KI. Und das Ganze geht jetzt zügig über ein Dropdown-Menü. Dankeschön an der Stelle und das ist eins der wichtigsten, schönsten Sachen, die ich aus diesem Patch ziehe, ist, es wird Zwei-Faktor-Authentifizierung geben. Vielen Dank, wir sind sicherheitstechnisch in 2024 angekommen. Kuss geht raus, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Lange angemerkter Bug von, ich sage mal, den Menschen, die in Split 1 fahren und ein bisschen mehr Feingefühl haben oder ein bisschen mehr Know-how, Reifen und Physik. Aktuell scheint es nur so, dass das Reifenmodell nicht ganz so gut ist. Sie haben die Beschwerden haben sie angenommen, zur Kenntnis genommen
und sind gerade dabei zu gucken, dass sie das Ganze anpassen bzw. überarbeiten, so dass wir persönlich alle ein bisschen mehr Spaß wieder haben. Wobei ich persönlich als, sag mal, Mittelfeldfahrer, unteres Mittelfeldfahrer, mir ist das nie aufgefallen. Lass mich das gerne mal wissen, ob dir das aufgefallen ist, dass wir Probleme mit den Reifen haben. Des Weiteren durch den ganzen Mitarbeiter oder durch die ganze Mitarbeiteraufstockung, die ich ja ganz am Anfang schon mal erwähnte, gibt es jetzt wohl auch neue Mitarbeiter, die sich so ein bisschen um das Force Feedback kümmern, so dass die Kalibrierung für deine Hardware, die du hast, also jegliches Zeug, was es wohl gibt, ein bisschen besser gemacht wird, was dir mehr Feedback im Lenkrad geben soll. Das heißt, es wird scheinbar nicht mehr so ein Einheitsding werden. Da bin ich auch sehr gespannt. Als ich das gelesen habe, war ich doch etwas erfreut, denn wenn du das spezifisch auf deine Wheelbase alles in iRacing noch so ein bisschen anpassen kannst, ich bin sehr gespannt, was das wohl wird und wie viel wir da alle wieder dran rumfummeln. Wie ich vorhin auch schon erwähnte, gab es ja Zuwachs im Grafik-Engine-Update-Team sozusagen oder in der Grafik-Engine-Team gab es ein Update. Und da haben sie auch extra jetzt nochmal mit angeführt, dass sie da mit Hochdruck dran arbeiten und hoffen, dass das demnächst auf den Weg kommt. Die Screenshots oder beziehungsweise die GIFs, die man auf der Homepage sehen kann, sehen schon vielversprechend aus. Das macht schon einen Unterschied, wenn man, naja, ich sag mal, 10 Jahre alte Grafik hat und das ein bisschen überarbeitet und aufhübscht. Ich denke, da werden wir alle drauf warten. Was heißt alle? Viele werden darauf warten, dass das ein bisschen, naja, in die Moderne gezogen wird. Bleiben wir gespannt. Vor ein, zwei Monaten wurde uns ja auch angekündigt, dass wir ein neues UI kriegen im Spiel selber und das überarbeitet werden wird. Und es gab auch Screenshots dazu und einige waren verwirrt, dass es noch nicht rausgekommen ist. Scheinbar war das Ganze noch nicht ready, aber sie sind immer noch da dran und arbeiten tatsächlich auch hier, und das sagen sie extra mit Hochdruck dran, dass das auch mal in die Moderne gehoben wird. Für die alten Hasen, und da zähle ich mich jetzt mal noch nicht dazu, wird es wohl nicht so einschneidend sein, dass man sagt, puh, hier sehe ich ja überhaupt gar nicht mehr durch, aber es wird trotzdem ein bisschen aufgehübscht, dass das mal in die Moderne reinkommt. Und da war auch noch ein Punkt dabei, den ich sehr interessant fand, denn sie versuchen das gerade so sehr umzuarbeiten bzw. in die Moderne zu heben, dass man wohl weniger von diesen Third-Party-Programmen bzw. Apps braucht. Was ich jetzt nicht genau mir vorstellen kann, was das sein soll. Ob wir jetzt dann auf Overlays verzichten müssen, weil wir schöne, ordentliche, hübsche Overlays kriegen. Und das ist jetzt einfach nur mal so ins Blaue geraten. Was natürlich die ganze Sache auch ein bisschen, tja, schöner machen würde. Und du dann nicht mehr 20 Programme starten musst, wenn du iRacing fahren möchtest. Was ich persönlich auch sehr schön finde, ist, dass das UI in mehrere Sprachen übersetzt wird, sodass Menschen, die jetzt wahrscheinlich nicht wirklich in der Lage sind, Englisch zu sprechen, dann ihre eigene Sprache bzw. hauseigene Sprache haben. Und das ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn wir mehr Sprachen angeboten kriegen als nur eine. Also das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen warten. Sie haben extra angemerkt, dass die ganzen Sachen noch nicht fertig sind und noch nicht ihren Standards entsprechen. Aber ich denke, wir werden das demnächst mal sehen. Vielleicht dann schon in der nächsten Season. Es gibt noch Streckenüberarbeitung. Wir haben ja jetzt beispielsweise auf Sebring haben wir ja eine komplette Streckenüberarbeitung gekriegt mit den neuen Curbs und Watkins Glen war genau dasselbe. Und auch hier werden sie das Ganze weiterführen, denn sie arbeiten aktuell an Zolder, Sanford, New Hampshire, das ist auch ein Name, der ist ganz, ganz schwer, Motor Speedway. Und sie sind auch gerade dabei, den kompletten NASCAR-Streckenkatalog zu überarbeiten und den mal auf die aktuelle Zeit zu heben. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Also können wir auch hier an der Stelle sehr viele Änderungen in der kommenden Zeit erwarten auf all den Strecken, weil die Curbs werden wahrscheinlich überall angepasst und es ist einfach nur eine sehr schöne Zeit und eine geile Zeit, weil so viele tolle Dinge angekündigt werden, die das Ganze viel schöner machen. Sie sind doch gerade dabei an Dirt Road Strecken, so wie zum Beispiel Hassett's Speedway. Das ist übrigens nicht so einfach auszusprechen. Der soll wohl mit Dirt Racing 24 kommen. Also da bin ich mal sehr gespannt. Das bin ich noch nie selber wirklich viel gefahren und habe da noch nicht reingeguckt. Wie habt ihr schon, seid ihr schon mal Dirt Road gefahren, dass man sich da mal, also dass man da wirklich mal rein sollte, weil das so krasse und geile, schöne Rennen sind? Lass mich das gerne mal wissen. Dann gab es am Ende vom Developer Post noch so einen ganz kleinen Ausblick, was denn so an Content noch auf uns zukommt. Und boy, oh boy,
Die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Das ganze Team ist gerade dabei, das in 2024 zu heben, also das ganze, die ganze SIM in 2024 zu heben und das wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, plus neue Content. Also es ist wirklich so viel, was gerade passiert. Und ich freue mich tatsächlich sehr auf das Update und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du dir das angesehen hast. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr zu dem Blogpost sagen werdet oder dem Developer-Post sagen werdet. Und freue mich sehr darüber, wenn du mir ein Däumchen hoch oder runter dalässt. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und bis den Dansen.